Ein Stück nach der Breberhalterhütte quere ich über den Rostboden zum Breberkessel. Und ab hier liegt schon Schnee. Das Wetter ist fast windstill und die Sonne sehr warm. Der Schnee nass und ich sinke oft sehr tief ein. Und das ist der steile Aufstieg Richtung Mühlbachdörl. Aber bei diesem nassen Schnee ist es doch zu gefährlich und so schaute ich eine halbe Stunde zu, wie von der rechten, senkrechten Felswand die kleinen Schneelawinen und Eiszapfen herunterfallen. Danach mache ich mich wieder auf meinen Spuren auf den Rückweg. Oberhalb der Breberhalterhütte kommt schon der Brebersee in Sicht. Obwohl es nicht mehr weit scheint, brauche ich doch noch 50 Minuten hinunter zum See und Auto. Der Brebersee, berühmt durch den Brebersee Schießen, erreiche ich nach insgesamt 6 Stunden. Noch ein Blick zurück zu dem verschneiten Breber, dann bestelle ich noch ein Breber-Sandwich im Wirtshaus Ludl, das ich trotz meines Hungers kaum bewältigen kann. Dann baldige Heimfahrt.